So, wir warten noch auf einen Redner hier gerade, aber mir wird von der Regie gesagt, genau, da kommt er, fantastisch. Also, damit können wir anfangen. Sehr gut. Also zunächst einmal guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Es ist mir heute eine große Freude, Sie zu dieser außergewöhnlichen Abschlussveranstaltung der Lernfabrik 2021 willkommen zu heißen. Mein Name ist Patrick Balve, ich bin Professor im Studiengang Produktion und Prozessmanagement und leite diese Lehr-Lernveranstaltung Jumping, die Lernfabrik. Der heutige Termin ist wahrlich außergewöhnlich. Wie Sie wissen, ist dies die 20. Abschlussveranstaltung dieser Art, in der unsere Studierenden des sechsten Semesters öffentlich ihre Arbeitsergebnisse der vergangenen 12 Projektwochen vorstellen. Angedacht war natürlich, dass wir dieses 10-jährige Jubiläum vor Ort in unserer Lernfabrikhalle mit Ihnen gemeinsam feiern. Genau diese Halle, die Sie hier auch im Bild sehen. Aber dann kam ein kleines Virus dazwischen und ehe wir uns versehen haben, befinden wir uns bereits im dritten Semester mit überwiegender digitaler Lehre. Daher musste vor einiger Zeit auch eine Entscheidung gefällt werden, in welchem Modus wir dieses Jubiläum feiern und die Abschlussveranstaltung durchführen wollen. Und da sind wir jetzt. Aber Sie werden sehen, dass eine digitale Veranstaltung mit verschiedenen Gruppenräumen und Interaktionsangeboten durchaus möglich ist und sogar sehr attraktiv sein kann. Speziell für unsere Studierenden ist hiermit sogar ein wertvoller Kompetenzerwerb verbunden, der so in keinem Modulhandbuch beschrieben war. Hier sehen Sie nun unseren groben Programmablauf. Durch die ersten Punkte werden wir Sie einfach durchleiten. Selbst aktiv werden dürfen Sie dann unter dem Programmpunkt 5, dem eigentlichen Messebesuch. Ich bin mir sicher, dass es eine kurzweilige, unterhaltsame und für uns alle informative Veranstaltung werden wird. Damit möchte ich überleiten zu unserem Prorektor für Studium und Lehre, Herrn Professor Brecht, über dessen Anwesenheit ich mich ganz besonders freue. Vielen Dank, Herr Kollege Balve, für die einführenden Worte und die nette Begrüßung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute im Namen des Rektorates, zwar online, aber genauso herzlich, bei der Feier des 10-jährigen Bestehens der Lernfabrik begrüßen darf. Die Lernfabrik wurde vor 10 Jahren gegründet, um für die Studierenden unmittelbar erfahrbar zu machen, was die Inhalte des Studiums ausmachen. Dieser innovative Ansatz hat sich bewährt und ist ein Erfolgsmodell an unserer Hochschule. Die Lernfabrik baut auf dem bisher erworbenen Wissen der Studierenden auf und zeigt ihnen, wie sie dieses Wissen anwenden können. Das ist ein sehr wichtiger Kompetenzerwerb. Wissen, das man bisher vielleicht schubladenartig abgespeichert hat, wird nun zusammengeführt. Die Studierenden wenden ihr Wissen auf ein konkretes Projekt und konkrete Fragestellungen an. In studentischen Arbeitsteams wird eine Projektidee bis zur Serienreife entwickelt. Die entwickelten Prototypen müssen funktionsfähig sein und mit den zur Verfügung gestellten Materialien herstellbar sein. Die Lernfabrik ermöglicht den Studierenden einen Kompetenzerwerb, der den Ansatz einer klassischen Vorlesung weit übersteigt. Die Teamarbeit wird intensiv geschult. Man lernt, die Kompetenzen der anderen Teammitglieder einzuschätzen und einzusetzen. Die vorhandenen materiellen Ressourcen müssen gesichtet und eingeplant werden. Eigeninitiative, Selbstvernetzung und Selbstorganisation sind hier in besonderem Maße gefragt. Die Lernfabrik ist als projekt- und problemorientierte Lernform ein sehr wichtiges Modul im Rahmen des Studiums. Und ich bin mir sicher,
dass diese Veranstaltung für die Studierenden ein Highlight in ihrem gesamten Studienverlauf darstellt. Als Prorektor für Studium und Lehre unserer Hochschule bin ich stolz darauf, diesen wichtigen Baustein des Studienangebots an unserer Hochschule. Ich danke ganz herzlich dem Studiengangsteam für ihr Engagement und ich wünsche der Lernfabrik alles Gute für die Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung mit interessanten Vorträgen und guten Gesprächen. Vielen herzlichen Dank und Gutes weiterhin für die Lernfabrik von meiner Seite. Herr Balwe, kurz der Hinweis, man hört Sie nicht. Oh, danke schön. Mir wurde gerade gesagt, dass ich auf leise geschaltet war. Das haben wir jetzt gerade korrigiert. Sie haben bestimmt alle gerade hier die Ausgangssituation gelesen. Das Problem ist also gewesen, der Übergang von einem 8-semestrigen Diplomstudiengang mit 2 Praxissemestern auf ein 7-semestriges Bachelormodell. Die Lösung, wie man das trotzdem kompensiert und ein praxisorientiertes Studium darstellt, wurde dann nachher in der Lernfabrik gesehen, wie wir sie heute kennen. Die Vision sah wie folgt aus. Man möchte in dem Studiengang den Studierenden ermöglichen, in nur einem Semester Erfahrungen mit dem kompletten Produktentstehungsprozess zu sammeln. Also genauso wie auch gerade Herr Precht gesagt hatte, nicht mehr Schubladen denken, sondern den Prozess zusammenführen von der Ideenfindung über die Kleinserienfertigung bis also zur Auslieferung und dann das im Studium vorher erworbene Wissen ganzheitlich projektorientiert in einem der industriellen Realität vergleichbaren Umfeld anzuwenden. Und das haben wir dann auch so umgesetzt. Das Ergebnis lässt sich eigentlich so ganz gut zusammenfassen. Man kann wirklich sagen, dass die Art und Weise, wie wir das in Heilbronn machen, ein einzigartiges Lehr-Lern-Konzept ist, dass wir unseren Studierenden außergewöhnlich große Freiheitsgrade anbieten und Teamarbeit durchführen, die Durchführung von Teamarbeit ermöglichen. Und eines der Alleinstellungsmerkmale ist sicherlich auch der sehr hohe Arbeitsaufwand. Also stellen Sie sich vor, im 6. Semester, die Studierenden sind wirklich die Hälfte der Arbeitswoche damit beschäftigt, Produkte zu entwickeln, Fertigungsverfahren sich auszudenken, die auszuprobieren, Prototypen anzufertigen, die dann wieder zu verbessern, einen Montageprozess zu entwickeln, Teile einzukaufen und eben auch Projektmanagement zu betreiben, wie Sie nachher alle sehen werden. Auch besonders und einzigartig ist der Betreuungsprozess. Wir betreuen in der Regel mit bis zu 6 Professorinnen und Professoren aus dem Studiengang.
Und auch darüber stellen wir dann eine gewisse Interdisziplinarität sicher. Selbstverständlich versucht halt jede Kollegin und jeder Kollege eher für die Fachgebiete zu betreuen, die er oder sie dann auch in der Lehre vertritt. Ja, ausgewählte Ergebnisse. Es gab immer Ereignisse in den vergangenen 20 Semestern, die herausgehoben waren. Und wenn man über so ein Jubiläum nachdenkt und mal in die verschiedenen Semester reingeht, dann wird man merken, da gab es wirklich tolle Sachen. Und ich habe nur 10 davon hier rausgegriffen, um eine Idee davon zu geben, dass eigentlich auch so eine Lernfabrik eine Art lebendes Wesen ist, an dem immer verbessert wird und wo man sich auch immer wieder an neue Umweltbedingungen und Umfeldfaktoren anpasst. Im Wintersemester 2011/12 kam es dann halt zu der Pilotveranstaltung. Wir hatten damals 18 Studierende, das waren wirklich alles Freiwillige in der damaligen Veranstaltung, die wussten, dass sie sich auf eine Veranstaltung einlassen, die noch nicht bis ins allerletzte Detail ausprobiert, ausgetestet und erprobt war. Und trotzdem war das eine ganz, ganz intensive Zusammenarbeit auch mit den Studierenden und wir haben unheimlich viel gelernt aus dieser Pilotveranstaltung. Als das dann so langsam in Gang kam und als Regelveranstaltung angeboten werden konnte, haben wir dann gesagt, wir müssen eigentlich auch mal evaluieren, ob das Konzept, was wir uns da vorstellen, überhaupt richtig ankommt und haben angefangen, Veranstaltungsevaluationen zu entwickeln. Das machen wir an der Hochschule eigentlich laufend, allerdings für reguläre Vorlesungsveranstaltungen. Und die Bewertung einer Vorlesung ist natürlich nicht gleichzusetzen mit der Bewertung einer projektorientierten Veranstaltung wie der Lernfabrik. Daher mussten wir das erst komplett neu aufbauen. Wir haben dann auch gemerkt über diese Feedback-Schleifen, dass wir unsere Studierenden insbesondere im Teambildungsprozess noch besser unterstützen können, indem wir sie zum Beispiel 2 Tage mit Übernachtung auf eine externe Veranstaltung einladen. Das haben wir dann im Sommersemester 2014 erstmalig gemacht, extern mit Moderationsunterstützung auf der Jugendburg Rothenberg. Und die Jugendburg Rothenberg ist eigentlich bis zum heutigen Zeitpunkt noch eine unserer 2 bevorzugten Exkursionsziele für den Auftakt. Mit demselben Semester 2014 im Sommer hatten wir eine wunderschöne Abschlussveranstaltung in der Experimenta in Kooperation mit der Experimenta auf dem Dach der Experimenta. Und wir hatten fantastisches Wetter und 140 Gäste und es war toll. Kurze Zeit später ergab sich durch eine günstige Gruppengröße die Möglichkeit, dass wir bei den Projektmanagementmethoden etwas experimentieren. Wir haben dann gesagt, wir probieren jetzt auch einmal in der studentischen Projektpraxis agiles Projektmanagement aus. Also Scrum haben die meisten von Ihnen bestimmt schon einmal gehört. Und da haben wir auch unheimlich viel von gelernt. Es hat zum überwiegenden Teil auch hervorragend funktioniert, aber wir haben auch gemerkt, dass es nicht ganz kompatibel ist, zum Beispiel mit den Prüfungen. Und da sind wir dann auf die Wünsche der Studierenden eingegangen, sodass wir dann also auch so prüfen konnten, wie sich unsere Studierenden am wohlsten gefühlt haben. Ja, die Lernfabrik Halle, die ja Sie wahrscheinlich nachher auszugsweise auch sehen können, also rund 700 Quadratmeter mit Besprechungsräumen, Gruppenarbeitsräumen, mittlerweile einer eigenen Bühne für Gruppenveranstaltungen. Das gab es nicht immer in dieser Form. Wir hatten uns das mit anderen Studiengängen geteilt und hatten auch noch nicht diese Möglichkeiten in den Räumen. Im Wintersemester 2016/17 konnten wir erstmalig dann nach einem großen Hallenumbau komplett alleine in diese unsere Lernfabrikhalle gehen und damit das Ideal eigentlich, dass wir alles wie in einer echten Firma abhandeln, in die Realität umsetzen. Wir mussten nicht mehr zwischen verschiedenen Räumen und Gebäuden hin und her rennen, sondern wir waren alle gemeinsam in der Halle unterwegs und hatten eine sehr direkte Kommunikation von dort an.
Das mit der Veranstaltungsevaluation, das hat sich irgendwie so ein bisschen festgesetzt. Es gab dann die Möglichkeit, an ein Forschungsprojekt hier durchzuführen, speziell zu Projekt- und problembasiertem Lernen. Das haben wir dann 2017, 18, 19 auch gemacht. Wir haben das ausgeweitet auf alle problem- und projektorientierten Veranstaltungen in der Fakultät und haben die verschiedenen Veranstaltungen untereinander verglichen, haben ihre Wirksamkeit untersucht und das natürlich dann auch publiziert. Inzwischen hat sich die Hochschule ein neues Corporate Design gegeben. Wir mussten mitziehen und der Namenszug, den Sie oben links auf der Folie jetzt sehen und auch im Fenster angezeigt bekommen, hier in Wirtli, der wurde dann ins Leben gerufen. Haben uns also von den Blautönen haben wir uns neu ausgerichtet und wir haben vor allen Dingen der Veranstaltung einen sehr eigenen Namen gegeben. Das Jumping steht nämlich einmal dafür, dass wir Ingenieure ausbilden mit unserem Bachelor of Engineering und gleichzeitig im sechsten Semester eine Art Sprungbrett anbieten, von dem aus sich dann die zukünftigen Absolventen in die Berufstätigkeit hin orientieren können. Tja, Sie ahnen es, auch der Grund, warum wir jetzt so die Veranstaltung haben, wie wir sie gerade haben, 2020 im Sommer, Sie alle wissen es, Shutdown, Corona, Notbetrieb, die besagten drei Semester gingen damals los und das hat uns vor außergewöhnlich große Herausforderungen gestellt, weil wir von einem Tag auf den nächsten, eigentlich wenige Tage vor Beginn des Vorlesungsbetriebs, plötzlich keinen Zugang mehr hatten zu unseren Räumlichkeiten und die Studierenden eben nicht in die Lernfabrikhalle bringen konnten und auch unsere externe Auftaktveranstaltung kurzfristig stornieren mussten. Das Konzept der Lernfabrik als Lernveranstaltung hat sich als robust erwiesen. Wir haben andere Wege gefunden, mit den Studierenden zusammenzuarbeiten, natürlich im Wesentlichen digital und gerade auch im letzten Semester war es doch möglich, unter Berücksichtigung von Hygienekonzepten vielen Studierenden auch wieder Zugang zu den Räumlichkeiten zu ermöglichen, wenn auch nur temporär. Und leider sind wir noch nicht in die Kleinserienfertigung gekommen. Daher werden wir halt auch heute keine 40 Produkte sehen, wie es normalerweise eigentlich üblich gewesen ist. Aber es hat funktioniert. Tja, und da sind wir jetzt, 10 Jahre Lernfabrik an der Hochschule Heilbronn. Und wir können jetzt unser virtuelles, digitales Sektglas gleich herausholen. Vieles hat sich im Laufe der 10 Jahre verändert. Vieles ist aber auch gleich geblieben. Die Grundidee, das Grundkonzept eigentlich. Eines der wichtigsten Sachen war eigentlich, dass wir jedes Semester, da sind wir sehr stolz drauf, ein eigenes Produktprojekt unseren Studierenden geben und damit jedes Semester wirklich einzigartig machen. Nicht nur von der Zusammenstellung der Studierenden her, sondern auch von dem Identifizierungsobjekt, dem Produkt. Und da darf ich Sie jetzt auf eine kleine Diashow einladen. 20 Produkte in 60 Sekunden. Hier sehen Sie mal, was schon alles gefertigt wurde. Und wenn wir Alumni heute bei uns haben, und ich bin mir sicher, dass wir das haben, dann werden Sie auch Ihr Produkt hier wieder finden. Ja, eben am Ende jedes Semesters werden auch Gruppenfotos gemacht. Gruppenfotos von unseren Hauptakteuren, nämlich den Studierenden. Und ich werde jetzt keine 20 Fotos zeigen, aber nur stellvertretend
Das Pilotsemester ist uns natürlich in ganz besonderer Erinnerung geblieben. Hier sehen Sie das Gruppenfoto vom Wintersemester 2011-12, die 18 Studierenden. Und hier sehen Sie jetzt noch ein besonderes Semester. Das war nämlich unser personell stärkstes Semester mit 39 Studierenden. Also wir hatten nie eine Gruppe, die größer war als 39 Studierende. Das hat uns natürlich auch in der Betreuung vor echte Herausforderungen gestellt, die aber gemeistert werden konnten. Und mit dem Bild leite ich jetzt auch schon gleich um über zu unserem nächsten Gastredner. Genau aus diesem Semester kommt nämlich Herr Marcel Konrad, und er ist so freundlich und erzählt uns jetzt einmal rückblickend, was die Lernfabrik aus Sicht eines mittlerweile Berufstätigen für ihn eigentlich bedeutet hat. Ja, vielen lieben Dank, Patrick, und hallo allerseits. Ich fühle mich sehr geehrt, dass man mich gebeten hat, ein kurzes Grußwort zu halten. Ich versuche mich auch so kurz wie möglich zu halten. Ich denke, so 6, 7 Minuten, dann sind wir durch. An der Stelle nochmal vielen Dank deswegen für die Einladung. Für alle, die mich nicht so gut kennen, mein Name ist Marcel Konrad. Und wenn wir jetzt die Zeit mal zurückdrehen, dann stand ich genau dort, wo jetzt die Studenten stehen. Genau. Man hat das Bild gerade eben gesehen. Ich kann auch gleich nochmal versuchen, ob ich es nochmal einblenden kann. Oder vielleicht kann das der Herr Balde auch nochmal zurückspringen. Ich weiß es nicht. Ich habe von 2013 bis 2016 an der Hochschule Heilbronn den Bachelor gemacht in Produktion und Prozessmanagement und im Anschluss daran dann den Master in Technical Management. Ja. Mittlerweile darf ich mich mit einem kleinen Team um die Lean-Transformation, also die Einführung vom Lean-Management-Gedanken, bei einem großen Medizintechnikhersteller kümmern. Bin auch aktuell dort im Büro, wie man vielleicht so im Hintergrund erkennen kann. Ja, und nebenher, und daher werden mich vielleicht auch einige kennen, darf ich an der Hochschule noch ein bisschen Vorlesung halten zum Thema Enterprise Resource Planning. Jetzt, wenn ich das Gruppenbild so ansehe, dann sehe ich nicht nur, dass ich damals schon ziemlich alt war für einen Studenten, ich sehe noch viel mehr. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht so ein alter Haudegen wäre, dann könnte ich fast schon sentimental werden. Die Abschlussveranstaltung damals, die ich dort auf dem Bild sehe, die war zum Wintersemester 2015, 2016. Und ich durfte damals das Montageteam leiten und kann mich gut an die schöne Zeit auch zurückerinnern. Und deswegen möchte ich jetzt gerne so einen kleinen Rückblick mal geben, so eine kleine Gedankenreise. Ich kann mich auch hauptsächlich deswegen so gut zurückerinnern, weil letzten Endes das ein großer Teil dazu beigetragen hat, oder besser gesagt wurde dort der Grundstein eigentlich für meine heutige Karriere auch gelegt, natürlich neben den ganzen Theorievorlesungen. Weil nämlich natürlich spielt Lean Management auch bei der Prozessgestaltung und Optimierung der Montage, von den Montageprozessen, beim Materialfluss, Stichwort Kanban und so weiter eine Rolle. Ja. Meistens bei einer Lean-Transformation ist die Produktion, Montage und Logistik eigentlich so der erste Bereich von so einer Lean-Einführung. Und jetzt habe ich vorher bei den Teilnehmern mal kurz gespickelt, deswegen schweife ich ganz kurz ab, Frau König-Birk. Ich bin immer noch beeindruckt, ich habe gesehen, Sie sind hier, ich bin immer noch beeindruckt davon, wie greifbar und praxisnah Sie uns damals die Analysis der Differential- und Integralrechnung erklärt haben. Aber trotzdem spielt es jetzt in meinem täglichen Berufsalltag jetzt nicht ganz so eine große Rolle oder eher eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sind für mich aktuell andere Themen. Ja, und ich vermute, dass die Studenten oder Studierenden der Lernfabrik aktuell ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wenn ich also die Studierenden jetzt frage, was ihr mit der Lernfabrik verbindet, was eure Lerneffekte sind und welche Gefühle bei euch so aktuell mitschwingen, dann werden die vermutlich ähnlich sein wie bei mir damals. Ja. Es geht unter anderem darum, dass man Schnittstellen, also zwischen den einzelnen Abteilungen, die ihr gebildet habt, dass man die aufzeigt, dass man merkt, wie arbeitet alles Hand in Hand, vielleicht auch welche Probleme und welche Reibungspunkte treten denn da auf. Ja. Und wenn man dann so mittendrin steckt in dem Ganzen von der Lernfabrik, dann sieht man manchmal nicht nur die Vorteile, die man,
sondern man sieht auch viele Nachteile erstmal. Man muss die ganze Zeit arbeiten und muss sich die ganze Zeit durchkämpfen und so. Und viele Vorteile erkennt man halt auch erst im Nachhinein. Rückblickend muss ich sagen, dass es da eigentlich noch um viel, viel mehr ging. Es geht auch insbesondere darum, zu netzwerken, zu kommunizieren, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen, ja, also um den Faktor Mensch. Es geht um viel Spaß und auch den hatten wir. Ich glaube, wir haben den einen oder anderen Kasten Bier sicherlich mal in die Lernfabrikhallen geschmuggelt, heutzutage darf ich das sagen, um noch kreativer zu werden. Und zack, plötzlich kam da so ein revolverförmiges, drehbares Vier-Gewinn-Spiel raus. Wir haben es vorher gesehen. Und soweit ich gehört habe, können wir dann nachher noch Ähnlichkeiten im Design von der heutigen Lernfabrik entdecken. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Und genau dadurch, also durch den Spaß an der Sache und das Miteinander, kann man letzten Endes auch Probleme einfacher lösen. Ja? Und auch Reibungspunkte vielleicht auch viel leichter auflösen. Ja? Also all das drumherum. Und so entstand bei uns damals auch ein wahnsinniger Zusammenhalt in der Gruppe. Natürlich nicht nur. Natürlich ist mal rot zugegangen. Aber im Großen und Ganzen hatten wir einen sehr starken Zusammenhalt. Und genau diese Erfahrung, also die Kommunikation, die Interaktion mit den Menschen, bei einer gemeinsamen praktischen Problemstellung, aber gleichzeitig auch bei unterschiedlichen Ziele und Interessen. Genau das halte ich eigentlich so für den wichtigsten Punkt rückblickend von der Lernfabrik. Ja. Heutzutage arbeite ich eigentlich mit sehr vielen Schnittstellen zusammen. Ja, Lean Management aus ganzheitlicher Sicht bedeutet, dass man mit allen Bereichen im Unternehmen irgendwie interagiert. Und dabei trifft man natürlich auch noch auf zig verschiedene Charaktere. Man kann nicht immer mit jedem. Ja, und dann hat man auch das Thema Personalführung ohne Macht vielleicht. Also man ist ja nicht direkt der Vorgesetzte immer zwingend. Und auch der Faktor ist genauso wie in der Lernfabrik, spielt der bei mir heute im täglichen Leben auch mit. Und jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Wenn wir auf dieses Foto schauen, dann sind da nämlich noch zwei weitere Personen. Man sieht den Herrn links neben mir und so ein bisschen nach vorne versetzt. Das ist der Herr Uwe Blesch. Und von ihm aus gehen nochmal zwei Herren nach vorne. Das ist der Julian Löw und beide sehe ich mittlerweile fast täglich, weil sich beide jetzt dazu entschieden haben, dass sie auch im selben Unternehmen anfangen wie ich. Das heißt, diese Gemeinschaft, die wir damals hatten, die spielt auch heute noch eine Rolle. Und es war sicherlich auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass die beiden jetzt auch hier angefangen haben. Und ja, ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe gesagt, ich habe versprochen, ich habe mich kurz, ich habe sehr viel mitgenommen, konnte Freundschaften aufbauen, konnte die pflegen, Beziehungen aufgebaut und die pflege ich heute noch. Wir haben, ein Großteil von uns hat heute noch Kontakt und wir haben auch dabei gelernt, kritische Gespräche zu führen. Und genau das wünsche ich euch, liebe Studierende, in dem Sinne sage ich mal auf die Freundschaft und ich wünsche euch und uns allen heute noch einen spannenden Tag und für eure Zukunft wünsche ich euch, dass ihr nie aufhört, an euren Aufgaben zu wachsen. Das als kurzer Rückblick und kurzes Grußwort von mir. Vielen Dank. So, ich glaube, damit bin ich jetzt auch wieder online. Ups, so. Ja, Marcel, recht herzlichen Dank für die lebhaften Einblicke in eure damalige Projektpraxis. Das mit den Kästen Bier, das müssen wir bei Gelegenheit noch mal ein bisschen nachdiskutieren, glaube ich. Ja, und das mit Beziehung knüpfen, führen ohne Macht, das sind alles sicherlich Punkte, die nach wie vor einfach zutreffen. Tja, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, worum ging es eigentlich im Sommersemester 2021? Und du hast ja gerade schon etwas geteasert, nämlich ähnlich wie dieses runde, revolverförmige Vier-Gewinn-Spiel. Die Aufgabenstellung lautete die klingende Kugeltreppe. Aber wie das aussieht und wie jetzt die Studierenden die Aufgabenstellung gelöst und interpretiert haben, dazu wurde bis jetzt ja noch nichts gesagt. Und das ist jetzt gleich auch schon der Moment, an dem ich mich eigentlich hier rausziehen sollte und ausklinken sollte. Allen Gästen, aber auch Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeitenden
Und auch Studierenden, die sich vielleicht aus höheren oder niedrigeren Semestern eingewählt haben. Ich wünsche Ihnen und uns nun viel Spaß beim anschließenden Besuch der virtuellen Messestände. Wir hören uns dann wieder kurz vor Ende der Veranstaltung im sogenannten Networking-Bereich. Das wird man uns gleich noch erklären, wie das funktioniert. Und ich übergebe damit an unseren Studierenden Tobias Fladerer. Also herzlich willkommen auch aus der Lernfabrik Heilbronn. Wir dürfen heute in einer kleinen Gruppe vor Ort sein. Von jeder Abteilung ist ein Vertreter anwesend und ich habe jetzt die Ehre, Ihnen das Produkt zu präsentieren. So, wie Herr Balwe gerade schon erwähnt hat, das Projekt hieß Klingende Kugeltreppe. Wir standen alle am Anfang da und waren uns gar nicht so sicher, um was es sich da eigentlich handelt. Um es grob zu sagen, es handelt sich um eine Murmelbahn, die über Treppenbewegungen die Kugel nach oben befördert und dann in einer Endlosschleife wieder nach unten rollt und unten wieder in die Treppen gesetzt wird. Dies müssen wir zusätzlich durch programmierbare Klingeltöne und interessante Lichteffekte umsetzen und das Ganze elektrisch laufen lassen. Und das mal so in die groben Anforderungen. Wie haben wir uns dabei organisiert? Wir sind 28 Studierende, haben uns aufgeteilt in 6 Teams. Die mechanische, die elektrische Konstruktion, den Einkauf, das Qualitätsmanagement, das Projektmanagement und das Qualitätsmanagement. Anhand dieser Gruppen haben wir in 3 Sprintbereichen, also so wurde das Semester aufgeteilt, verschiedene Meilensteine, wie zum Beispiel den Prototypen-Workshop dargestellt. Da wurden dann erste Funktionen getestet, unseren Kunden, den Professoren, das beigebracht, was wir eigentlich vorhaben. Dazu sehen Sie später auch in den verschiedenen Räumen mehr. Und um das jetzt eigentlich gar nicht lang in die Länge ziehen zu müssen, da Sie später in den verschiedenen Räumen einfach überall den Verlauf von Anfang bis Ende sehen werden, wie wir unser Projekt aufgebaut haben, würde ich jetzt schon einen kleinen Trailer durchspielen lassen und danach kommen wir dann zum Produkt. So, das war jetzt ja, unsere kleine Produktpräsentation von dem fertigen Modell. Was Sie gesehen haben, war ein helixförmiger Aufbau der Rollbahn auf einer zylindrischen Verkleidung, auf der auf einem runden Profilkreis 8 Stufen sind, die Kugel in Endlosschleife nach oben transportieren und über diese Helix entsprechend wieder die Kugel nach unten befördern. Es mit verschiedenen Sensoren werden Lichteffekte ausgelöst und Töne. Und im unteren Kasten ist die komplette Elektronik verbaut. Wie man hier jetzt auch gesehen hat, ist das HHN-Logo entsprechend mit eingefasst. Damit wären wir eigentlich schon am Ende der direkten Produktpräsentation. Videos, Bilder, Darstellungen wird es, wie gesagt, in den entsprechenden Räumen geben. Damit bleibt mir jetzt noch übrig,
kurz meine Abteilung vorzustellen. Ich bin Vertreter der mechanischen Konstruktion. Bei uns werden Sie den kompletten Verlauf der mechanischen Komponenten sehen, wie wir es geplant haben, konzipiert haben, entworfen haben und im Endeffekt dann auch umgesetzt haben. Besuchen Sie uns gerne bei uns im Raum und damit gebe ich weiter an den Patrick Schönberger von der elektrischen Konstruktion. Ja, hallo, mein Name ist Patrick Schönberger. Ich heiße Sie im Namen der elektrischen Entwicklung und der elektrischen Softwareentwicklung herzlich willkommen. Kurz vorweg, aus der Projektaufgabe bestand unsere Aufgaben daraus, aus beispielsweise der Realisierung der elektromotorischen Stufenbewegung oder der Erfassung der Kugel in ihrer Abwärtsbewegung. Und ja, wir haben uns auch zum Beispiel mit Komponenten wie der konfigurierbaren Tonfolge auseinandergesetzt oder wie man die Lichteffekte realisiert. Und ja, wir würden uns darüber freuen, wenn Sie uns an unserem Messestand besuchen und wir Ihnen Einblicke in die Elektronik des Produkts geben können. Damit gebe ich das Wort weiter an den Herrn Jeißle. Ja, mein Name ist Fabian Jeißle, auch nochmal von der Abteilung Fertigung und Montage. Ein herzliches Willkommen. Unsere Abteilung bestand dieses Jahr aus 5 Mitarbeitern bzw. Studenten. Wir haben uns im Wesentlichen auf die eingesetzten Fertigungsverfahren aufgeteilt. Das war einmal die Montage, das Drehen, das Fräsen, die Laserbearbeitung, die additive Fertigung und die Montage. In unserem Raum haben wir für die einzelnen Bereiche Videos vorbereitet und da laden wir Sie recht herzlich ein, dass Sie sich das anschauen und wir Ihnen da noch ein paar Sachen dazu erklären können. Ich leite jetzt über an den Herrn Botosch vom Qualitätsmanagement. So, hallo auch von mir. Mein Name ist Christian Botosch und ich bin aus der Abteilung Qualitätsmanagement. Kurz zu unserer Struktur. Wir sind insgesamt 4 Personen. Das ist einmal noch der Herr Fiedan, der Herr Gerber und der Herr Butz. Wir haben uns aufgeteilt auf die verschiedenen Abteilungen, einfach damit wir einen guten Informationsaustausch untereinander haben. Daher ist eine Person zuständig für die Fertigung, für die Montage, eine Person für die elektrische Konstruktion und die Software, eine Person für die mechanische Konstruktion und das Projektmanagement, dann nochmal eine weitere Person für die mechanische Konstruktion und den Einkauf. Genau. Dann zu den Inhalten in unserem Raum. Das sind einmal zunächst die ISO 9000, dann ein Quality Function Deployment haben wir durchgeführt, die Ökobilanz, Fertigungsmesstechnik, FMEA, Risikobewertung und die CE-Konformität. Wenn Sie eins der Themen interessiert, würden auch wir uns freuen, wenn Sie bei uns im Raum vorbeischauen. Und damit gebe ich weiter an den Herrn Bartholomä und den Einkauf. Ja, dann auch von mir nochmal herzlich willkommen bei unserer diesjährigen Lernfabrik-Präsentation. Mein Name ist Moritz Bartholomä, ich bin der Vertreter vom Einkauf. Wir haben uns hauptsächlich um die Beschaffung der Komponenten gekümmert, aber auch um die IT, also den Server, den wir bereitgestellt haben, Dokumentenablage und auch die Logistik in der Lernfabrik, das heißt Lagerhaltung. Wenn Sie sich interessieren für eines der Themen, gerade was die Beschaffung im Prototypen-Einkauf angeht, freuen wir uns auf Ihren Besuch. Final gebe ich jetzt noch weiter an den Herrn Starke vom Projektmanagement. So, Dankeschön an der Stelle. Mein Name ist Simon Starke. Wie gerade schon gesagt, ich komme vom Projektmanagement. Wir sind vertreten von 4 Personen. Einmal der Herr Seacek, der Herr Pittner, der Herr Noller und ich. Das Projektmanagement war sehr spannend, weil das Corona-Semester hatte einige Herausforderungen mit sich gebracht, die wir managen mussten. Falls Sie es interessiert, wie wir die gemanagt haben und wie wir die Probleme gelöst haben, sind Sie natürlich herzlich willkommen in unserem Raum. Da werden wir gerne näher erläutern, was wir machen werden. Zu den Räumen. Jetzt wurden schon öfters diese Räume erwähnt und diese Messestände. Und zwar finden die alle auf Wirtli statt. Das heißt, in der Plattform, in der Sie sich gerade schon bewegen. Das heißt, es wird später die Möglichkeit geben, in einen Raum zu gehen, der eigenen Wahl. Das heißt, von diesen 6 Abteilungen, die gerade genannt werden, wurden, können Sie dann in die jeweilige Abteilung reingehen. Und auch zusätzlich zu den Räumen wird es noch ein Areal geben, der nennt sich Networking. Da können Sie dann mit einem Avatar, können Sie möglicherweise ein Foto hochladen, wenn Sie das wollen. Sie können auch gerne, was das Bild angeht, anonym bleiben.
herumlaufen und mit ausgewählten Personen sprechen. Das heißt, wir versuchen sozusagen, das wie eine Messe zu simulieren. Das heißt, jeder darf die Sachen, die ihn persönlich interessieren, sich selber kontrolliert angucken in den Abteilungen. Und es wird einmal in den Räumen geschehen und einmal in dem Networking-Bereich. Jetzt anschließend unser Regisseur, der Herr Pittner, der das alles wunderbar macht, der wird Ihnen jetzt noch kurz zeigen, damit Sie nicht Probleme haben bei in diesen Räumen finden, wird Ihnen noch zeigen, wie das funktionieren wird und wird an dieser Stelle an Herrn Pittner weitergeben. Da habe ich das die ganze Zeit gemacht und habe selber keinen Ton an. Sie finden, wie gesagt, wir sind hier aktuell auf der Hauptbühne. Sie finden hier unten drunter die einzelnen Gruppenräume, in denen Sie dann die einzelnen Gruppen auch besuchen können. Wenn Sie soweit dann durch sind, die Gruppen zu besuchen, können Sie dann nachher hier im Networking Area sich frei umsehen. Sie können dem Networking beitreten. Wie bereits erwähnt, können Sie dann einen Avatar setzen oder ein Bild von Ihnen machen. Sie können auch einfach sagen, Sie möchten kein Bild. Sie können dort dann mit der Maus hin und her. Die Sache ist, wenn ich das jetzt zeigen würde, dann würde ich wahrscheinlich den Raum verlieren. Genau, ich kann dann nicht gerade von der Hauptbühne weg. Sie können dort dann auf einzelne Personen zugehen, indem Sie mit der Maus klicken und in die Richtung gehen, in die Sie wollen. Können dort dann einzelne Gespräche mit Einzelpersonen oder Mehrfachpersonen starten und dort dann, ja, networken. Um 16.45 Uhr wird dann Herr Professor Dr. Balwe nochmal eine Verabschiedung machen. Die letzten 15 Minuten wird noch das ganze Revue passieren lassen und dann sind wir um 17 Uhr fertig mit der Veranstaltung. Vielen Dank und viel Spaß.